Es gibt diverse Veränderungen. Die Ereignisse überschlagen sich wieder. Herzlich willkommen, euer Proto-Z. Halt, Moment, ich habe das Gefühl, dass das der falsche Kanal ist. Ja, schönen guten Tag erstmal. Okay, gut. Spaß beiseite. Ja, erstmal schönen guten Tag. Lange liegt es her, seit ich mich hier mal wieder gemeldet habe, vor allem mit meinem Gesicht. Aber ich habe ja auch ein bisschen was dafür getan, dass ihr nicht ständig das neue Gesicht seht, das gleiche Gesicht seht, sondern jetzt habt ihr mal hier ein neues Gesicht vor Augen, sprich etwas längerer Bart und jetzt sogar mit Brille. Ja, ich muss diese Brille jetzt tragen, seit ich meinen Führerschein habe, hauptsächlich zum Fahren, aber ich habe festgestellt, ich sehe draußen auf der Straße alles viel schärfer und ich sehe natürlich auch selber auch viel schärfer aus mit Brille. Okay, gut. Genug für die Vorlage für YouTube-Kacke und sowas halt, okay, ja, warum ist es in letzter Zeit hier so ruhig geworden auf dem Kanal? Es hat einerseits den Hintergrund auch im letzten Jahr durch die ganzen Feiertage, weil ich da auch ein bisschen mehr ruhiger, alles ruhiger angehen wollte und auch nicht so unbedingt was machen wollte. Alles ganz entspannt. Dann kam noch hinzu, ich war über Silvester weg gewesen, habe ich mit Kumpels getroffen, mit vielen Freunden getroffen, haben halt Silvester, mein Geburtstag und so weiter halt gefeiert. Und jedenfalls, jetzt aktuell ist es so, ich muss meine gesamte Technik jetzt irgendwie updaten. Sprich, ich brauche neuen Laptop, Kamera, Programm und so weiter. Ich fange jetzt damit an, alles zusammenzusparen. Das Ganze geht jetzt beim Laptop los. Ich habe mir ungefähr so ein Geldziel gesetzt, was ich ausgeben will. Das sind mal locker 600 Euro für so einen Laptop. Und da dachte ich mir, das braucht eine Weile auf jeden Fall. Und das Ding ist halt auch, dass ich jetzt mit der ganzen alten Technik, also in Anführungszeichen alten Technik, die ich habe, jetzt auch nicht mehr so die Lust habe, damit was zu machen, weil mein Magix-Programm und auch die Laptops, die ich jetzt habe, ich arbeite damit jetzt seit bestimmt 6 Jahren, ein bisschen mehr als 6 Jahre und irgendwann ist man auch so an seinen Limit angekommen, man will auch mal neue Sachen mit austesten, man will auch immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen mit der Zeit mitgehen und so und dementsprechend muss es alles abgedatet werden, das kostet natürlich Zeit und Geld und vor allem auch mit Geld und hierzu kommt ja auch noch, ich will auch meinen Motorradschein dieses Jahr noch machen und das kostet auch noch Geld, weil dafür brauchst du auch noch Motorradklamotten und eigentlich sollte das alles letztes Jahr schon an den Start gehen, aber naja, es ist halt alles nicht irgendwie planbar. Und deshalb hoffe ich, dass es dieses Jahr irgendwann weitergeht. Als Übergang werde ich trotzdem hier und da mal wieder so ein paar Sachen aus Forces übersetzen. Habe ich ja schon 2 Sachen gemacht und die anderen Sachen werden noch nach und nach mitkommen. Abgesehen davon hat mein Programm spinnt auch rum. Ich kann irgendwie die Videos nicht mal in Vollbild erstellen. Das ist auch der Grund, warum die letzten Videos halt immer diesen Rand gehabt haben. Ich weiß selber nicht, warum das so auf einmal kommt und jedenfalls muss das alles, wie gesagt, ein Update erfahren und das braucht ein bisschen Zeit. Ich wollte euch ja jetzt nicht allzu sehr im Dunkeln mitlassen, beziehungsweise jetzt, ja, dass ihr einfach mal so ein bisschen Bescheid wisst, wie das Ganze so sein wird. Ich hatte auch, wie gesagt, auch kurzzeitig auch ein bisschen die Lust daran verloren, auch was zu machen. Hängt aber hauptsächlich wieder mit der Technik zusammen, die ich jetzt hier noch alles habe, also ich werde auch weiterhin YouTube machen. Ich habe noch einiges geplant, beziehungsweise ich habe allgemein noch Bock drauf, nur halt nicht unter den Umständen, wie es gerade aktuell auch mit ist. Und dementsprechend, ja, wird es halt irgendwann ein neues Kapitel aufzuschlagen. So, das war's von meiner Seite aus, ein kurzes Mini-Update. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns irgendwann in den Kommentaren mal wieder. Haut rein, schöne Woche euch noch. Na komm her.